Herzlich willkommen, Krypto-Freunde. In diesem Video möchte ich euch einfach gerne mal kurz das Gameplay von Sunflower Land vorstellen. Ich habe Sunflower Land ja vor ein paar Tagen vorgestellt. Ich habe mir jetzt mittlerweile auch so eine Farm gekauft. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, wie das Ganze hier so funktioniert. Ich bin noch relativ am Anfang mit meiner Farm. Aber so viel sei schon mal vorweggenommen. Es macht tatsächlich sogar irgendwie Spaß. Falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt und keine Videos mehr verpassen möchtet über Move to Earn, Play to Earn oder allgemein verschiedene NFT-Projekte, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich über euren Support. Es dauert nicht mehr lang, bis wir die ersten 1000 Abonnenten geknackt haben. Echt Wahnsinn. Also vielen Dank schon mal an der Stelle. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der neu dazukommt. Ich bin jetzt hier direkt mal in meiner Farm bei Sunflower Land und wir können jetzt hier sehen, dass wir verschiedene Felder zur Verfügung haben. Wir können jetzt an der Stelle einfach mal ganz kurz meine Karotten ernten. Die habe ich vor einiger Zeit gesät. Das läuft ganz einfach. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel so einen Balken seht, dann können wir hier uns freuen, denn wir haben zwei neue Karottensamen dazu bekommen. Also mit ein bisschen Glück hat man hier dann immer nochmal sogar ein paar Samen mit neu gefunden. Ich habe jetzt momentan 16 Felder in meinem Sunflower Land. Und ihr könnt hier sehen, dass hier noch 6 weitere Felder sind. Diese 6 Felder sind momentan noch nicht vergeben bei mir. Und zwar gräbt dieser Goblin jetzt hier momentan noch. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar können wir jetzt hier mal weiterschauen. Ich habe euch das ja auch schon mal vorgestellt in meinem letzten Sunflower Land Video. Wir müssen quasi den Kobolden Essen geben, damit wir neue Felder freischalten, wo wir dann auch wieder Gemüse ansäen können. Ihr könnt jetzt hier sehen, zum Beispiel so eine Kürbissuppe, die habe ich aktuell schon freigeschaltet. Oder Sauerkraut habe ich auch schon freigeschaltet. Und das nächste, was ich eben brauche, ist so eine Roasted Cauliflower. Dazu benötige ich 30 von diesen Cauliflowers und 7,5 SFL. Momentan habe ich 8,098 in meinem Bestand. Und wie ich die jetzt letztendlich erhalte, ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen jetzt hier zum Beispiel mal in den Shop. Ihr könnt hier sehen, ich habe schon mal einige Samen gekauft. Wir können das mal gemeinsam durchgehen. Beispielsweise dauert die Sunflower gar nicht lang. Nach einer Minute ist die hier tatsächlich auch schon gewachsen. Das können wir vielleicht auch mal ganz kurz an der Stelle machen. Ich wähle hierzu einfach die Sunflower aus, gehe dann zu meinem Land und säe das hier ganz einfach ein. Also ganz einfach. Und hier läuft jetzt dann die Zeit runter. Das dauert jetzt hier noch 45 Sekunden. Dann kann ich meine Sonnenblumen auch schon wieder ernten. Und wenn ich dann in den Shop gehe, dann kann ich hier auf Sell, also auf Verkaufen klicken und kann hier meine geernteten Sonnenblumen wieder verkaufen. Ich bekomme pro Sonnenblume 0,001 von diesen Sunflowers. Und wenn ihr hier mal schaut, dann können wir sehen, dass wir 0,0005 pro Samen bezahlen. Also ich bekomme quasi den doppelten Preis dafür, wenn ich sie dann wieder verkaufe, nachdem ich sie geerntet habe. Es dauert jetzt hier bei den Sonnenblumen auch nur eine Minute. Bei den Kartoffeln zum Beispiel dauert es 5 Minuten, bis die eben fertig sind. Man kann also hier im Game variieren, wie viel Zeit hat man momentan. Am lukrativsten ist es natürlich, wenn man relativ häufig irgendwas einsät und erntet. Geht ihr zum Beispiel schlafen, dann macht es vielleicht Sinn, hier so eine Cauliflower zu säen beispielsweise. Die braucht jetzt 8 Stunden. Also wir säen die Cauliflower, gehen schlafen und am nächsten Tag, wenn wir eben aufstehen, können wir sie ernten. Die können wir dann auch relativ teuer zum Beispiel verkaufen. 0,15 von diesen Sunflowers kostet jetzt eben ein so ein Cauliflower-Samen. Und wenn ich sie verkaufen möchte, dann können wir sehen, 0,2125 bekomme ich dafür. Je länger letztendlich euer Gemüse braucht, desto wertvoller ist es dann auch. Also wir können hier zum Beispiel auch so ein Radieschen sehen. Dafür bekomme ich dann später 0,475 von diesen Sunflowers. Ein Samen kostet 0,35. Also warum behalte ich jetzt momentan meine Cauliflowers im Bestand und verkaufe sie nicht? Ganz einfach, weil ich sie benötige, um hier eben in meiner Küche die abzugeben, damit ich das nächste Gericht herstellen kann, damit ich dann letztendlich wieder die nächsten Löcher freigeschaltet habe, um dann einfach wieder mehr ansäen zu können. Also wir können jetzt hier auch sehen, meine Sonnenblumen sind auch direkt schon wieder fertig. So einfach funktioniert's. Ich ernte die jetzt einfach schon wieder mal ganz schnell und dann wählen wir jetzt einfach mal aus, zum Beispiel als nächstes Pumpkin Seed. 30 Minuten braucht es. Das pflanze ich jetzt einfach alles mal auf die Schnelle. Und hier haben wir jetzt wieder irgendwelche Samen gefunden, 2 Sunflower Seeds. Und hier gebe ich dann eben noch den letzten Samen dazu. Das dauert jetzt also 30 Minuten und dann kann ich das auch wieder ernten. Also echt cool gemacht, so ein richtiges Farming Game einfach. Wenn wir jetzt hier mal auf Home klicken, dann können wir sehen, dass wir eigene Levels haben. Ich bin jetzt momentan Level 4
Und wir können hier sehen, ich habe 224 XP aktuell. 350 benötige ich, um auf Level 5 aufzusteigen. Durch das Säen und Ernten eben von Gemüse bekomme ich dann wieder Erfahrungspunkte und steige dann so im Level auf. Wenn ich dann im Level aufgestiegen bin, kann ich hier bei Level 5 beispielsweise Bahnmanager auswählen. Das ist jetzt hier momentan noch gesperrt, weil ich noch nicht Level 5 bin. Und man bekommt dann hier eben beispielsweise einfach 10% mehr von seinen Tieren, wenn man die dann letztendlich hat später mal. Da können wir auch direkt mal schauen. Es gibt dann so eine Art Bauernhof. Momentan ist bei mir jetzt eben noch nichts freigeschaltet, aber später mal kann ich dann hier zum Beispiel für 5 von diesen Sunflowers Chicken kaufen. Diese Chicken produzieren dann letztendlich wieder Eier, die ich dann auch wieder verkaufen kann. Und so baut das Ganze sich dann einfach immer weiter auf. Was auch noch interessant ist, man kann natürlich auch Holz hacken, wenn ihr mein letztes Sunflower-Video anschaut oder allgemein einfach mal im White Paper von Sunflowerland nachlest, dann könnt ihr sehen, dass Holz ja auch einen Mehrwert bietet. Ich kann hier beispielsweise bei Craft mir so eine Axt kaufen, die kostet mich zum Beispiel jetzt eine Sunflower. Das mache ich jetzt in dem Fall nicht, aber so einfach funktioniert es. Dann gehe ich hier eben auf diesen Baum, fäll diesen und bekomme Holz gutgeschrieben. Das Holz kann ich dann später auch wieder weiterverwenden. Bei Steinen dasselbe, ich kann hier auch Steine abbauen. Dafür benötige ich dann wieder ein anderes Werkzeug. Also wir können jetzt hier sehen, Use to collect stone. Das könnte ich mir jetzt eben kaufen für 2 Holz und 1 Sunflower. Angenommen, ich würde das jetzt eben kaufen, dann könnte ich hier draufklicken und eben Stein abbauen. Später mal soll dann eben auch noch Angeln dazukommen zum Beispiel, aber auch Honig anbauen mit eigenen Bienen. Also richtig cool, das gefällt mir so gut, dieses Spiel, muss ich wirklich sagen. Wenn wir hier mal weiterschauen, dann können wir auch sehen, dass hier noch einiges gesperrt ist. Also diese Farm wird später mal wahrscheinlich riesengroß sein. Ich bin ja noch wirklich ganz am Anfang. Ich spiele es jetzt auch erst seit ein paar Tagen. Irgendwas zwischen 12. und 16. Mai wird es dann sein. Da können wir dann auch wieder eigene Farmen erwerben, also für diejenigen, die momentan noch keine haben. Ich werde euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Kommt auch gerne mal in Discord. Ich habe hierzu auch schon einen eigenen Sunflower-Kanal in meinem Discord. Da tauschen wir uns auch schon über verschiedene Sachen aus. Also das Ganze ist kostenlos. Schaut einfach mal gerne ganz unverbindlich vorbei. Ja, so ist jetzt eben Sunflowerland aufgebaut. Also wirklich ganz easy gemacht, aber echt auch cool. Es macht richtig viel Spaß. Ich finde es echt genial. Eigentlich bin ich gar nicht so der Typ für solche Spiele, aber irgendwie hat es schon was. Wenn man dann später natürlich auch noch Geld damit verdient, dann ist es natürlich umso besser. Das ist ein extremes Low-Budget-Spiel, was auch richtig cool ist, finde ich. Ihr könnt hier wirklich für unter 2 Dollar Investment reingehen und einfach mit Fleiß auch wirklich was verdienen. Solltet ihr sowieso beispielsweise die ganze Zeit vorm Rechner sitzen, dann könnt ihr ja ganz einfach immer wieder mal euer Gemüse ansäen und ernten. Umso mehr verdient ihr dann letztendlich auch. Später könnt ihr das dann auch einfach auf einem Secondary Market verkaufen oder einfach eben weiter benutzen, damit eure Farm noch größer wird und ihr noch mehr Ressourcen herstellt. So funktioniert das Ganze. Ich finde es richtig cool. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schreibt mir via Discord. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Morgen kommt wieder ein interessantes NFT Move to Earn Projekt für euch. Habt noch einen schönen Abend. Ciao.